pack jetzt meine Sachen ein. Okay, die Unterhose wird nass. Oh, leck mich am Arsch. Das ist jetzt schon so ziemlich der Endgegner. Servus Leute! Wir laufen heute eine exakt gerade Linie. Da vorne seht ihr die ganzen Leute, die mit dabei sind. Wir starten direkt aus dem Garten. Ihr könnt sehen. Das erste Gebüsch. Ich hab's dir gesagt, Michael. Du darfst das erste Gebüsch los. Und hier geht's los. Manu, starte gerne. Ich hab dir gesagt, du gehst das erste. Warum schickst du jetzt zu Manu vor? Der Arme. So dumm schon. Das ist ja voll verwuchert. Ich hab's genau so gesagt, Michael. Oh Mann. Ich glaube, ich probier's echt mit der kurzen. Alter, ich zieh jetzt schon meine lange Gasse an, ey. Okay, wir sind 10 Meter weit gekommen. Ja, genau. Jetzt wissen wir was zur Strecke. Die ist etwa 40 Kilometer lang, das heißt, wir starten hier in Dorstenfels, ihr könnt sehen. Und unser Zielort ist eigentlich Bamberg. Und das klappt nicht. Nee, also wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Unsere KMH-Zahl ist jetzt schon auf 0,5 gesunken. Ja. Ich find's einfach nur lustig. Ich glaube, das wird so mit. Oh Mann, ich pack's nicht. Okay, wir kommen doch nicht bis Bamberg, glaube ich. Oh, Michael, da drüben geht's gleich weiter. Also als letzter geht's sogar. Hast du schon mal geschaut, ob hier ein Mähdrescher ist? Nö. Oh Mann, ey. War ein Mähdrescher? Das ist übel nass alles. Es hat über Nacht geregnet. Komm wieder, ja. Das ist die richtige Richtung, ja? Das Gute ist, wir können uns nicht verlaufen. Weil? Weil wir müssen nicht abbiegen. Ach so. Aber wir müssen lang. Aber wir müssen. Halt immer mal wieder drauf dran, in welche Richtung. Ja, ja, so grob. Aber das kann ja gut sein, dass wir. Alter, was ist das? Danke. So nett. Das wären die. Ja, ja, das kann sein. Also, das Maisfeld haben wir gerade gequert. Es war sehr nass. Hier alles klitschnass. Und jetzt geht es erstmal hier schön mit einer Krabbelpassage weiter. Und übrigens gleich. Ja? Was sagst du? Ich hab irgendwie Schnupfen heute. Achso. Letzte Frage. Wie weit wir kommen? Ja, was ist dein Tipp? Ich sag, wir kommen bis Wunzels, also ungefähr 15 bis 20 Kilometer, sage ich. Weiter kommen wir nicht. Wir rennen hier so richtig durch, ey. Das ist crazy. So, jetzt kommt die erste Flussüberquerung nach ungefähr 200 Metern. Und ich weiß es nicht. Doch, die Hose zieh mal aus. Oder? Wenn man durchwarten kann, dann kann man es ja auch ausziehen. Oder? Also du hast eine lange Hose, deine würde ich ausziehen. Aua. Aber ich wäre jetzt einfach so durch. Ich weiß auch nicht, ob man drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt spontan ausgezogen, wenn es halt nur bis hier geht. Dann ist ja, ja, ich ziehe die glaube ich auch aus. Aber kurze Hose ist ja noch in Ordnung dann, ne? Genau, und diesen Fluss queren wir dann gleich viermal in Folge, weil er sich schön schnörkselt. Ja. Ah, das sind Dornen. Ah, die fliegsten direkt in den Oberschenkel. Ja,
Ich bin noch heute drüben. Ich bin mal krank mit dem. Ja, von der Tiefe geht's voll, ne? Aber es ist gerade kein Wasser zu sein. Ja. Ja, also. Ich brauch Beseitigung. Die eine. Ja, aber ein bisschen Richtung. Ja. Oh, sind ja echt viele Brennnesseln. Ja, voll viele. Klassischer Wanderweg. Ausgeschildert. Soll ich dich halten? Boah, es riecht so richtig. Ey, Mann, da kann ich jetzt meine Schuhe nicht mehr machen. Ach, hast du gerade rübergeschmissen? Ja. Echt? Okay, krass. Ey, was? Was? Ach, nee, ich überleg nur gerade, wie ich meine Schuhe darüber transportiere, ohne dass ich was am Fall. Ein guter Wort. Okay. Wir können jetzt das so machen, einer stellt sich da unten nach der anderen nimmt die Tür, oder? Ja, stimmt. Das ist ja alle nach der Reihe aussetzen. Fuck, ich hab schon meine ganze Tüte verbrannt. Nur 39,8 Kilometer. Ah, okay, jetzt ist es. Mann, wir haben das geplant. Da ist ein Handy übrigens auch drin, also wäre schön, wenn das nicht reinfällt. Da sind Handschuhe, Socken und eine Hose drin. So, Flussüberquerung, die zweite. Das sieht hier fast den Tag besser aus. Boah, hier ist echt richtig tief. Naja. Ah, das sind voll viele Steine, voll große. Stell dir mal vor, du musst dir die ganze Strecke wieder abhängen. Okay, weiter geht's. Zwei Flussüberquerungen fehlen noch. Und dann geht's erstmal mehr durch den Wald. Okay. Aber, ja, ich komme nicht direkt dafür. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich trotzdem jetzt so weiterlaufe. Womit kannst du das erklären, dass du um 6:30 hier nackt rumläufst, Christian? So, wir haben jetzt mal die erste Position gewechselt. Christian wollte nicht mehr. Ja, okay, er hat gesagt, es darf gerne mal jemand anders vor. Ja, sehr gerne. Die Brennnesseln gestiefelt. Okay, ich muss auch zugeben, ich habe es mir ein bisschen leichter vorgestellt. Die anderen haben ja gesagt, die hört alle nach so 15 bis 20 Kilometern höchstwahrscheinlich auf. Aber ich dachte, es geht eigentlich bis Bamberg. Ach so, Gemüse. Ich wollte jetzt hören, Simon. Ich bin eingeschaltet. Nein! Ja, aber da könnte es sein, dass wenn man Meter links, rechts geht, dass es ein bisschen anders ist. Wenn wir da drüben bei dem Baum da rüberlaufen. Ja, wie du willst, ja. Fuck. Schwimmen meinst du, glaube ich. Genauso wie ich mir vorgestellt habe. Boah, shit, das wird ja richtig tief, ey. Ich probiere mal am Rand vorzulaufen zu dem Baum. Das wird alle Wertgegenstände nicht da lassen. Soll. Haben die irgendwie vielleicht ein Boot? Ein Boot. Wow, leck, wow. Das hier. Pass auf, dass du jetzt gleich einziehen. Das ist richtig tief. Ja, wir müssen schwimmen. Boah. Das ist jetzt richtig tief, scheiße. Ich pack jetzt meine Sachen und ich will schwimmen. Echt? Ja. Nee, ist das so tief? Ja, ist richtig tief. Das geht auch richtig steil. Also jeder verfolgt eine andere Taktik. Was ist die tiefe da? Das ist
Das ist einfach sehr tief, Mann. Sehr tief. Pass auf den Rucksack, der ist gleich nass, gell? Aber ich glaub, tiefer wird's jetzt nicht mehr. Ich glaube, du hast die tiefste Stelle überwunden. Du hast noch gar nicht drin. Ja, okay. Komm, Manu, wir gehen jetzt auch. Du schwimmst jetzt, Christian. Scheiße, gar nicht wieder jetzt. Was macht man mit Rucksack? Ja, ich mach mal werfen, kann ich nicht so richtig. Hey, hier links, schaut! Links, yes. Wir gehen jetzt links. Viele Wege deckt. Ach so, scheiße. Jetzt kriegst du den Schwimm, ich will's sehen. Tschüss für die Klicks. Boah, ist das tief. Manu. Simon, ich glaube, hier links ist der bessere. Ja, zum Glück, ey. Scheiße. Wir müssen halt jetzt hier verschwimmen. Boah, das ist echt tief. Ja. Wenn der Christian schon mit Unterhose drin ist, das ist echt scheiße. Ah, das ist mir egal. Ich hab mit Schwimmen gerechnet, ehrlich gesagt. Wenn ich mein Schwimmen nicht rede, laufen. Oh, jetzt fängt es zu regnen an. Aber das macht dir nichts aus, gell, Manu? Nee, es regnet nicht. Doch, es regnet. Okay. Es regnet, glaube ich, gleich richtig stark. Ich habe ja gar keine Regenjacke dabei, gell? Ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist unser geringstes Problem, oder? Ja, und? Vielleicht stellen wir uns halt kurz hier hin. Ach, Manu, du musst dich nur nichts hinstellen. Ja? Oh. Ich möchte jetzt noch den Simon sehen, wie er reinfällt. Ja, okay, die Unterhose wird nass. Mann. Das kommt 10 cm oder so. Müssen wir nochmal wodurch? Ja, einmal noch. Ja. Das ist echt gut. Sehr gut. Ja. Aber hat Style. So, Brennnesselfeldquerung. Tipps. Keine Ahnung, es gibt keine Tipps. Die Schuhe anziehen. Echt? Ja, das ist das Problem, wir sind übrigens alle barfuß, ne? Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Rechts ein bisschen, ja. Und dann geradeaus. Rechts, ne? Ah ja. Oh, leck, was ist denn hinten an meinem Rücken? Zieh mal Schuhe an. Ah, du hast die schon an. Du kannst mich überholen. Ich zieh die jetzt schnell an. Es sind so viele Ameisen überall. Einfach schnell in die Schuhe, egal ob da welche da drin sind jetzt. Gut, und jetzt weiter. Die pinkeln jetzt. Ist geil. Ist schon durch die Brennnesseln. Ist gut für die Haut. Ja. Lieben wir. Au, au. Einfach so, wir laufen ja heute. Sieht noch aus hier. Ja, hier weiß ich noch so, was passiert. Also ich kann mir noch vorstellen, wo wir gerade sind. Da hinten ist ein Radweg und Straße. Oh, aber da geht's steil den Berg hoch, glaube ich, danach. Oh, herrlich. Der Local Guide.
Welche Taktik verfolgt ihr jetzt? Wir lassen das da vorne. Ja. Und dann gut. Rein, dann schwimmen. Also wie vorhin. Ja. Selbe Taktik wie vorhin. Was sagt die Wassertiefe, Frau Bademeisterin? Oh ja, die ist angenehm. Da war ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja. Ah, oh nee, da hinten wird es nochmal tief. Oh ja. Oh, hier müssen wir gleich rein müssen. Okay, lieben wir. Das stimmt, ja. Wir machen das also absichtlich. Wir laufen freiwillig durch den Fluss. Oh, schön mit der Matte. Ich will nicht, dass es gleich so nass wird. Das ist ein trockener angeboten. Ja, es hat halt heute früh auch geregnet, ne? Da ist der Wasser schon zu hoch. Ja. Nee, eigentlich kann man echt glücklich sein, dass das so niedrig ist. Ich bin hier nur bis zur Brust. Also das war's jetzt nicht, gut. Ja. Das erste. Läuft nackt falsch. Das hat jetzt gerade sehr steil. Alter, ist anstrengend. Die sind natürlich komplett dreckig. Aber scheiß drauf. Scheiß Viecher. Und der Manu, da ist er. Hier bin ich. Der hat sich die Sachen ausgewrungen. Achso. Eigentlich können wir noch barfuß weitermachen. Jetzt, wo wir schon gewohnt sind, ja. Alter, was ist das denn? Einfach ein Stück weg wegen dem Beat. Keine Ahnung. Ich bin nur froh, dass die Ameisen weg sind. Das fand ich vorhin am allerschlimmsten, ey. Die habe ich zum Glück nicht erwischt. Gibt's doch nicht. Ich hab... So, ich würde sagen, wir haben jetzt 500 zwei Meter. Wenn wir gejoggt wären auf dem Radweg, hätten wir hier bisher 3 Minuten gebraucht. Wie lange haben wir jetzt? 26. 290, Manu. 300 Meter. 300 nicht. Nicht. Aber ich glaube, jetzt geht's echt schneller voran, glaube ich auch. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja. Das ist eure Prognosen. Alter, wie viele Mücken hier. Ja, furchtbar, ne? Ich zieh jetzt auf jeden Fall, komm, was wolle, nie wieder diese Schuhe aus. Weiß noch nicht genau, wie meine Unterhose macht. Ich halte das schon jetzt richtig nass. Ja, egal, scheiß drauf. Zieh die Hose drüber, würde ich sagen. Danke, ja. Ja. Ein wenig lidiert. Geht es jetzt weiter? Wir werden in eine andere Richtung gehen. Wie neu geboren, hä? Ja, ich bin ja gespannt. So ein paar Schuhe und Zappen. Ja. Okay, ah, herrlich. Jetzt ist das super wieder. Das ist schon cool, jetzt mal die Schuhe anzuhaben. Also wir kommen um Bronze, glaube ich, nicht rum. Ich glaube, wir sind schon mal 30 Meter abweichend. 30 Meter innerhalb 300 Meter. Ja, eine gute Kurve. Wir können auch schon ein bisschen vorausgehen, glaube ich. Weil das nächste Gestrüpp wartet, oder?